so ein Gefühl. Und nun hat die Verlosung 1912 offiziell begonnen. Hey, Mister, Mister. Sorry, ich kauf nichts. Dummchen, die Verlosung kostet doch nie was. Leben Sie hinterm Mond? 77. 77? Das ist eine Glückszahl. Ich drücke in die Daumen. Bring mir die Trommel. Ist das nicht das hübscheste weiße Mädchen in ganz Columbia? Also dann, die Gewinnzahl ist Nummer 77. Tja, was sagt man dazu? Nummer 77, holen Sie sich Ihren Preis. Der erste Wurf. Es war meine Schuld. Bitte, bitte, nein. Bitte, was tut sie? Na los, wirfst du jetzt? Oder trinkst du deinen Kaffee etwa lieber schwarz? Trink lieber nicht. Oh, da haben wir ja einen ganz schüchternen. Dem müssen wir auf die Sprünge helfen. Los jetzt. Die Zeit verrinnt, mein Junge. Das ist ein Dreckskerl. Moment. Da ist er! Wo hast du das Brandzeichen her? Weißt du nicht, dass dich das zu dieser hinterhältigen Schlange, dem falschen Hirten, macht? Und falsche Hirten haben mit unserer Herde nichts zu suchen! Zeigt ihm, wie wir das hier machen, Jungs! Ich hab's Ihnen gesagt, Comstock. Man verkauft der Kundschaft das Paradies und sie erwartet einen dienstbaren Erzengel für jede Arbeit. Im Reich Gottes gibt es keine niedrige Dienerschaft. Tja, ich habe einen Mann in Georgia, der vermietet uns so viele Negerhäftlinge, wie sie transportieren können. Sie können ja sagen, das seien einfache Seelen, die Buße tun, weil sie aus ihrem gesellschaftlichen Rang ausbrechen wollten. Was immer ihr Gewissen erleichtert. Mir egal. Ja.
Was war jetzt los? Ist da jemand? Jetzt wird's heiß. Was ist bloß los? Brenne im Namen des Kerkers! Ja, toll. Meine Kraft. Kuss. Tja, man lebt nur einmal. Press to throw a fiery grenade. Hold and release to create an explosive trap. Das war keine Kostprobe. Ich hab sie. Ihnen gesagt, Comstock. Man verkauft der Kundschaft das Paradies und sie erwartet einen dienstbaren Erzengel für jede Arbeit. Im Reich Gottes gibt es keine niedrige Dienerschaft. Tja. Ich habe einen Mann in Georgia, der vermietet uns so viele Negerhäftlinge, wie sie transportieren können. Sie können ja sagen, das seien einfache Seelen, die Buße tun, weil sie aus ihrem gesellschaftlichen Rang ausbrechen wollten. Was immer ihr Gewissen erleichtert, mir egal.